Es ist der fünfte Spieltag in der Futsal-Bundesliga. Der TSV Walmdorf trifft auf die Betong Boys München. Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Teams gegeneinander und das startet jetzt in der Spechtweghalle. Der TSV Walmdorf startet gut in die Partie. Betong Boys München kaum Zugriff in den Anfangsminuten und das wird gleich quittiert. 2 Minuten nach Spielbeginn trifft Armer Djindic zum 1:0. Die nächste Großchance ließ nicht lange auf sich warten. Ribeiro, Lubic und das war der Außenpfosten. Die Betong Boys München kaum mit Chancen, aber wenn sie dann mal vors Tor kommen, dann wird es doch etwas gefährlicher. Božinović und Tor, der Lupfer über den Torhüter. Das 2:0 durch Josip Božinović. Und wir schauen nochmal drauf, das kann sich sehen lassen. Aber die Betong Boys München haben was dagegen. Renato Tuka hier mit dem Ball, tänzelt sich durch die Reihen des TSV Walmdorf, probiert's und dann kommt der Nachschuss von Enza Skrieli. In der 11. Spielminute 2:1 der neue Spielstand. Jetzt Ribeiro und der trifft aus der Distanz 3:1 für den TSV Walmdorf. Kurz vor der Halbzeit. Aber es kann sich noch einiges tun. Marian Krasnitsch, der Torhüter, traut sich weit raus. Philipp Pless hält dagegen, wird nur abgehalten vom Pfosten der Gegner. Und dann steht da noch einer. Lukas Dorfschmidt bekommt den Ball, wunderschön gespielt von Kennedy Alves Ribeiro. Und hat dann freies Schussfeld im 1:1 mit dem Torhüter. Aber auch die Betong Boys München sind noch aktiv, bevor es in die Halbzeitpause geht. Buhan Mustafov mit dem Treffer zum 4:2. Und dann geht's für die beiden Mannschaften in die Halbzeit. Der TSV Walmdorf hatte vor allem in den ersten 10 Minuten gute Aktionen. Die Betong Boys wurden in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit immer stärker. Aber gerade in Halbzeit 2 zeigt dann der TSV Walmdorf seine ganze Dominanz. Kennedy Alves Ribeiro trifft zum 5:2 in der 24. Spielminute. Walmdorf setzt den Gegner immer mehr unter Druck. Hier Ballgewinn durch Djindic. Božinović legt ab auf Čačić. Nächste Aktion, Ribeiro mit dem Pass auf Armer Djindic und der verwandelt. Wir schauen es uns nochmal an. Lubic mit dem Pass auf Ribeiro, der passt Djindic und der verwandelt zum 6:2. Nächste Chance für den TSV Walmdorf, gut abgewehrt vom Goalkeeper, aber dann der Nachschuss durch Ante Lubic. 7:2 der neue Spielstand. Und es geht munter weiter. Der nächste Treffer durch Tauland Husinovci in der 37. Spielminute. Der erste Treffer für den Neuzugang, der seine Debütsaison in der Futsal-Bundesliga spielt. Die Betong Boys München ziehen jetzt immer wieder den Torhüter in die gegnerische Hälfte mit, setzen ihn als fünften Feldspieler ein, riskieren dadurch auch die ein oder andere gefährliche Situation, aber am Ende fällt kein weiteres Tor. 8:2 der Endstand nach 40 gespielten Minuten zwischen dem TSV Walmdorf und dem Betong Boys München. Für den TSV Walmdorf geht es nächste Woche zum FC Liria Berlin.